Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser verlängerten ZIB 2 am Sonntag, am Tag der Europawahl. Und es war in Österreich ein Wahltag voller Überraschungen. Trotz Ibiza-Gate und Regierungskrise triumphiert die ÖVP. Die FPÖ verliert kaum, die SPÖ macht voraussichtlich ihr bisher schlechtestes Ergebnis und die Grünen feiern ein Comeback. Die neuen Machtverhältnisse in Europa. Die Volksparteien verlieren deutlich, liberale und Rechtsaußenparteien gewinnen stark. In Frankreich werden die Rechtspopulisten von Le Pen stärkste Partei. Bei uns dazu die Reaktion von Wahlsieger Ottmar Karas im Live-Interview, Schaltungen zu unseren Korrespondenten in Paris, Berlin, Budapest und Brüssel. Die Analyse mit Peter Filzmeier live im Studio und im Zentrum diskutieren bei Claudia Reiterer die Spitzenvertreter der Parteien die Konsequenzen dieser Wahl. Guten Abend zu einem Wahltag, der einen ganz klaren Wahlsieger hat, einen glücklichen Überlebenden, ein erstaunliches Comeback und zwei Verlierer. Die ÖVP ist mit gewaltigem Vorsprung und starken Zugewinnen Erster geworden. Aber zwei Parteien mit einem Minus vor dem Ergebnis haben sogar noch lauter gejubelt. Die FPÖ, die Ibiza-Gate mit überraschend geringen Verlusten überstanden hat, und die Grünen, die zwar ein schwächeres Ergebnis haben als bei der letzten EU-Wahl, aber gut dreimal so viele Stimmen wie bei der Nationalratswahl 2017. Die beiden Verlierer der EU-Wahl sind die SPÖ mit ihrem voraussichtlich historisch schwächsten Wahlergebnis auf Bundesebene und Johannes Fockenhuber, dessen Polit-Comeback schon wieder vorbei ist. Das alles beruht aber noch immer auf einer sogenannten Trendprognose, die von den Instituten SORA, Arge Wahlen und Hayek für die APA, den ORF und ATV erstellt wurde. Das offizielle Wahlergebnis gibt es erst in gut einer Stunde um 23 Uhr, wenn auch in Italien das letzte Wahllokal geschlossen hat. Aber jetzt mal Martin Thür mit allem, was man derzeit weiß. Ja, Armin, das war ja eine Wahl in ganz Europa, aber eben auch in Österreich. Da gibt es eine Trendprognose von 5.200 Befragten, die eben die Meinungsforscher von ORF, ATV und APA durchgeführt haben. Und die sieht so aus. Die ÖVP kommt auf 34,5%, das ist ein Plus von 7,5%. Die SPÖ kommt auf 23,5%, ein leichtes Minus von 0,6 Prozentpunkten. Die FPÖ erreicht 17,5%, ein Minus von 2,2 Prozentpunkten. Die Grünen landen bei 13,5%, ein Minus, ein leichtes von 1 Prozentpunkt. Die Neos erreichen 8%, ein ganz leichtes Minus von 0,1 Prozentpunkten. Die KPÖ 1% und Europa Jetzt von Johannes Fockenhuber 2%. Was heißt das Ganze in Mandaten? Wenn man das umrechnet, erreicht die ÖVP 7 Mandate, das ist ein Plus von 2. Die SPÖ hält ihre 5 Mandate. Die FPÖ verliert ein Mandat, kommt dann auf 3. Die Grünen erreichen 2 Mandate und verlieren auch eines. Und die Neos behalten ihr Mandat. Jetzt war das eine Wahl in ganz Europa, in 28 Ländern. Wir berichten auch gleich ausführlich darüber, Martin. Aber weiß man schon, wie das neue EU-Parlament in etwa aussehen wird? Ja, es gibt seit wenigen Minuten, Stunden eine erste Prognose, eine Sitzprognose des EU-Parlaments. Und die sieht so aus. Die EVP, also die Europäische Volkspartei, verliert 43 Sitze. Auch die Sozialdemokraten verlieren 40 Sitze. Leichter zugewinnen kann die liberale ALDE. Nur diese drei Parteien kommen gemeinsam auf diese Mehrheit und können damit auch einen möglichen Kommissionspräsidenten wählen. Die EKR, die Grünen habe ich jetzt noch vergessen, kommen auf 71 Mandate, gewinnen dazu. Die EKR, dort wo die britischen Tories sitzen, verlieren leicht. Die beiden Rechtsfraktionen ENF und EFDD gewinnen zum Teil stark dazu und die Linken verlieren 10 Mandate. Sonstige Mandate gibt es noch 45, das sind all jene, die noch in keiner Fraktion zugeordnet sind. Danke vorerst, Martin. Wir sehen uns im Laufe der Sendung noch mehrfach. Wir berichten in dieser Sendung natürlich noch sehr ausführlich über die Ergebnisse dieser Wahl in ganz Europa und schalten auch zu unseren Korrespondenten im ganzen Kontinent. Wir beginnen aber mal mit Österreich. Es war ein Wahltag, wie ihn das Land noch nicht erlebt hat. Nach oder eigentlich mitten in der wohl spektakulärsten Regierungskrise der Zweiten Republik. Vor 9 Tagen ist das Ibiza-Video in den Wahlkampf geplatzt. Diese Woche ist die Regierung zerbrochen. Morgen wird möglicherweise der Kanzler abgewählt. Alle Meinungsumfragen der letzten Wochen waren plötzlich bedeutungslos. Kein Kandidat, kein Wahlkampfmanager, keine Meinungsforscherin hatten irgendeine Ahnung, was da heute in den Wahllokalen passieren würde. Und dann gab es doch etliche Überraschungen. Peter Babuzki und Regina Pöll über einen historischen Wahltag.
Wer heute gewonnen und wer verloren hat, das lässt sich ziemlich leicht an der Lautstärke in den Wahlkampfzentralen erkennen, kurz nach 17 Uhr, nach der ersten Trendprognose. Die SPÖ hat ein Minus vorne, 0,6 Prozentpunkte. Großer Sieger dieser Wahl ist also die ÖVP, die mit Spitzenkandidat Ottmar Karas und der Listenzweiten Caroline Edtstadler ihr bestes EU-Ergebnis eingefahren hat. Und das mitten in der Regierungskrise. Der Kanzler und ÖVP-Chef jubelt. Nachdem die letzte Woche für unsere Republik keine einfache war, ein großes Danke auch für die Unterstützung, die ich in der letzten Woche erleben durfte, von euch allen, von den Wählerinnen und Wählern, auch von meinem Team im Kanzleramt, die für die Republik Unglaubliches geleistet haben. Für die FPÖ gibt es heute einen Dämpfer, aber der fällt weniger stark aus, als es der Spitzenkandidat befürchtet hat. Ich war 5 Monate unterwegs und ich habe wirklich eine Welle in Rot-Weiß-Rot erzeugen können. War zwischen 23% und 25%. Dann kam das, was eben jeder wusste, das gekommen ist. Und das hat natürlich einen Schaden verursacht, keine Frage. Aber ungeachtet dessen sind wir jetzt dahinter, dass wir mit Stabilität unsere Wähler zurückholen. Welche Rolle hat die Affäre um die Ibiza-Videos für die Wählerinnen und Wähler dann überhaupt gespielt? Für manche war sie zumindest ein Grund, wählen zu gehen. Eindeutig. Inwiefern? Das heißt, Sie haben sich von einer Partei auf eine andere entschieden, oder? Nein, eher wachrütteln, so wirklich, geh wählen. Nütze das, nütze die Chance, das ist deine Gelegenheit, das ist dein Land. Schau, dass sowas nicht mehr vorkommt. Deswegen bin ich wählen gegangen. Das war der Auslöser. Weil? Weil sonst die Partei, die ich gemeint habe, dass die am besten ist für Österreich in Europa, eine Stimme weniger gekriegt hat. Ich habe gewählt, so wie immer. Weil es bei manchen kommt es raus, manche machen es geheim, aber es macht jeder. Dass ich wählen gehe, ist für mich klar. Und wenn ich wähle, war nicht von diesen Ereignissen abhängig. Das habe ich schon vorher gewusst. Die Wähler bescheren der SPÖ heute jedenfalls einen bitteren Abend. Die Sozialdemokraten können die Regierungskrise nicht nutzen. Ich denke mal, da haben sich ein paar Fragen überlagert, nämlich weg von der Europapolitik und weg von der Sachebene auf eine innenpolitische Dimension. Und ich glaube, für uns als Sozialdemokraten ist die Antwort aber eine recht einfache. Wir haben einen sehr, sehr guten Wahlkampf geliefert. Wir haben gezeigt, wo wir hinwollen. Wir werden diesen Weg auch konsequent weitergehen und wir werden uns nicht durch taktische Spielchen in der österreichischen Innenpolitik beirren lassen. Die Grünen wiederum schaffen ein Comeback und haben heute Abend wieder etwas zu feiern. In Gedanken ist Spitzenkandidat Werner Kogler aber schon bei der Nationalratswahl im Herbst. Ihr wisst schon, hinfallen, aufstehen, weiter marschieren. Wir werden uns wieder so weiter bewegen, dass wir auch dort ein Angebot sind, sodass wir wieder sagen können, zurück zu den Grünen. Zufrieden zeigen sich heute auch die Neos, obwohl sie nicht zulegen können. Es hat sehr viele Kommentatoren gegeben, die da manchmal gedacht haben, ist das eine gute Idee, wenn man so mutig auch für Vereinigte Staaten von Europa, für eine europäische Armee, auch für eine europäische Staatsbürgerschaft eintritt. Und ich freue mich wirklich darüber, dass es so einen starken Zuspruch auch ganz konkret für diese Ideen gibt in der österreichischen Bevölkerung. Nicht in das EU-Parlament schafft es Johannes Voggenhuber, unterstützt von der Liste jetzt. Natürlich hat Ibiza das ganze Tableau völlig verändert und man hat gesehen, wie einfach die Formierung der Innenpolitik im Vordergrund steht. Ich stehe nicht für eine innenpolitische Option. Für die Innenpolitik steht aber eher Bundeskanzler Sebastian Kurz, wird heute mit Sprechchören gefeiert. Ottmar Karas Jubelrufe waren nicht zu hören. Aber Ottmar Karas, der Spitzenkandidat der ÖVP, ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Ottmar Karas, bei den letzten beiden EU-Wahlen waren eindeutig Sie der Wahlsieger, der für die ÖVP diese Wahl gewonnen hat, unter anderem mit vielen, vielen 10.000 Wahlstimmen. Heute war es offenbar eher Sebastian Kurz, der hat aber gar nicht kandidiert. Heute hat Österreich gewonnen und heute hat ein Team gewonnen. Ich war ja das letzte Mal und das vorletzte Mal. War die Europaparlamentswahl eine, wo die ÖVP Schwung geholt hat.
Heute haben wir Schwung gehabt und das Team war erfolgreich. Ich freue mich über den historisch besten Ergebnis, das wir je seit dem EU-Beitritt Österreichs hatten. Der Abstand zum Zweiten ist so groß wie noch nie und wir haben gemeinsam gewonnen. Jetzt klar, dass Sie das sagen, dass es eine Teamleistung war. In Wahrheit konnte aber doch jeder Beobachter sehen, dass es tiefe Konflikte gegeben hat zwischen Ihnen und der Listenzweiten Caroline Edtstadler. Inhaltlich sowieso, aber durchaus persönlich, dass das war zu sehen und dass auch Ihre inhaltlichen Positionen durchaus stark von denen von Sebastian Kurz abgewichen sind. In Wahrheit wissen doch die ÖVP-Wähler von heute gar nicht, welche Politik der ÖVP-Fraktion im EU-Parlament sie heute gewählt haben. Die Österreichische Volkspartei hat heute ein traumhaftes Ergebnis erhalten. Wir sind als Team angetreten. Sebastian Kurz hat mich, und das war sicher ein Vertrauensvorschuss, zu seinem Spitzenkandidaten gemacht. Und das Team war sehr breit aufgestellt. Die Österreichische Volkspartei ist wie die EU in Vielfalt geeint und wir sind geschlossen marschiert. Wir sind nicht alle in jeder Frage einer Meinung, aber wir haben ein gemeinsames Ziel gehabt, zu gewinnen, Österreich in Europa zu vertreten und die Europäische Union in der Welt zu stärken, wenn ich nur einen Satz sagen darf. Für mich ist dieser Sieg auch ein Sieg für Anstand, für Glaubwürdigkeit und für Stabilität. Und es ist vor allem auch ein Erfolg der europäischen Demokratie, weil die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Das haben Sie heute schon im Wahllokal gesagt, das ist ein Sieg für Anstand. Wenn das so ist, wie erklären Sie sich dann eigentlich, dass die FPÖ trotz Ibiza-Gate kaum Stimmen verloren hat? Das ist, wenn man das letzte Wahlergebnis betrachtet, haben Sie recht. Von 19 auf 17 ist auch eine Niederlage. Aber naja, also angesichts dessen, was da passiert ist in den letzten Tagen. Aber die FPÖ ist ja gelegen, Nationalratswahlen viel höher. Und sie ist, wir haben diesmal keine EU-Austrittspartei gehabt. Die FPÖ ist von einem viel höheren Niveau gestartet und hat sehr stark verloren. Und was mir viel wichtiger ist, die proeuropäischen Parteien haben in Österreich gewonnen. Und die proeuropäischen Parteien haben im Europaparlament, wenn wir bereit sind, miteinander zu reden und zusammenzuhalten, eine Mehrheit. Sie sehen ja an den umliegenden Ergebnissen, wie wichtig das österreichische Ergebnis ist, wenn ich nur nach Italien oder nach Ungarn oder nach Deutschland oder nach Frankreich blicke. Sie hatten bei der letzten Wahl vor 5 Jahren 83.000 Vorzugsstimmen. Diesmal hat die ÖVP 7% dazugewonnen und es gab eine viel, viel höhere Wahlbeteiligung als beim letzten Mal. Es müssten diesmal viel mehr Vorzugsstimmen sein, oder? Alles andere wäre eine Enttäuschung. Nein, ich glaube, es sind einige weniger. Denn weil wir diesmal ja das System hatten oder den Wunsch hatten, dass überhaupt die Listenerstellung vom Bürger und von den Bürgerinnen gemacht wird und daher jede und jeder, jede Landespartei, jede Teilorganisation um Vorzugsstimmen geworben hat. Ich hoffe, dass ich weiterhin viele bekomme, weil ich weiß, wie wichtig das ist, welches diesen Vertrauensvorschuss der Bürgerinnen und Bürger. Aber es werden weniger sein, weil ja alle Kandidatinnen und Kandidaten geworben haben. Aber ich werde hoffentlich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wäre es eine Enttäuschung, wenn Sie nicht Erster wären bei den Vorzugsstimmen? Warten wir mal ab. Wird der die meisten Vorzugsstimmen kriegt, automatisch Delegationsleiter der ÖVP? Haben wir nicht besprochen. Natürlich spiegelt das auch die Vorzugsstimmen in der Zukunft der Personen und der Rolle und der Funktionen eine Rolle. Aber normalerweise ist es eine Sache des neuen Teams. Ich kandidiere zum 5. Mal, bin jetzt zum 3. Mal de facto Spitzenkandidat und wir haben den größten Wahlerfolg und ich habe mein Bestes gegeben, meinen Teil für den Wahlerfolg mit dem Team dazu beizutragen. Erwarten Sie, dass es durch diese Vorzugsstimmen Verschiebungen auf der ÖVP-Liste geben wird? Das ist möglich. Das ist möglich. Deshalb haben wir ja dieses System gewählt, dass sich jeder mit einer Chance und jede einbringen kann. Das ist möglich. Bei 7 Mandaten kann das eine oder andere Mandat verschoben werden. Da müssen wir noch abwarten. Heute feiere ich einmal. Sie haben jetzt vorhin gerade gesagt, Sie waren das 3. Mal der Spitzenkandidat. Sie haben Ihren Teil beigetragen. Es war ein großer Wahlsieg. Jetzt wird Österreich wieder einen EU-Kommissar stellen. Den wird voraussichtlich die ÖVP nominieren. Über das Detail reden wir gleich. Beanspruchen Sie diese Position für sich? Ich beanspruche überhaupt keine Funktionen. Ich arbeite, ich gehe mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll um. Und die Entscheidung fällt, wenn wir das Endergebnis haben, wenn wir wissen, wie der morgige Tag ausgeht und wenn der neue Kommissionspräsident gewählt ist. Denn es ist ja nicht so, wie wir oft tun, nicht das Land bestimmt, wer Kommissar wird, sondern das ist ein Dialog des neuen Kommissionspräsidenten oder der Frau mit der Regierung und dem Parlament. Und das
hat, hat ein europäisches Parlament wählt den Kommissionspräsidenten und die Kommissare. Gut, frage ich anders. Möchten Sie gerne österreichischer Kommissar werden? Diese Frage stellt sich im Moment nicht. Doch, habe ich gerade gestellt. Ich war schon öfter im Gespräch. Das hängt von vielen Faktoren ab. Sollte die Wahl auf mich fallen, sollte ich gefragt werden, dann würde ich dafür zur Verfügung stellen. Aber die Entscheidung treffe nicht ich, sondern das Europäische Parlament. Stimmt es, dass in der ÖVP diese Position Frau Edtstadler versprochen wurde? Ich glaube, dass sie niemandem versprochen wurde, weil wir jetzt einmal gesagt haben, wir wählen. Heute haben wir toll gewonnen. Und dann wird es Gespräche geben zwischen der Kommission und der Regierung für den Vorschlag oder die Vorschläge aus Österreich. Niemand hat ein Versprechen. Wir sind auch nicht, ich bin auch nicht käuflich durch Versprechen, sondern ich werbe für Inhalte und ich werbe um die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger. Bis jetzt war klar, also der Kommissionspräsident stellt sein Team zusammen, aber die nationalen Regierungen schlagen vor. Bis jetzt war klar, die österreichische Regierung schlägt vor. Und da war zwischen FPÖ und ÖVP ausgemacht, die ÖVP darf den nächsten Kommissar vorschlagen. Es soll nicht Ottmar Karas werden, weil dem kann die FPÖ nicht zustimmen. Das war bisher der Deal. Aber diese Regierung gibt es nicht mehr. Jetzt muss sich die Regierung aber mit dem Hauptausschuss des Nationalrates einigen auf den nächsten Kommissar. Dort hat die ÖVP keine Mehrheit. Wie wird es jetzt überhaupt einen Kommissar geben? Indem man miteinander redet, wie immer da mal im Leben. Wenn man Mehrheiten haben will für Ideen, für Personen, dann muss man miteinander reden. Das ist Europa. In Europa bestimmt nicht einer oder nicht eine Partei oder nicht ein Land, sondern wir müssen aufeinander zugehen, miteinander die Probleme auf den Tisch legen und die Ziele formulieren und dann nach Mehrheiten suchen. Das ist das Schöne an Europa. Und das Gleiche gilt für Österreich. Letzte Frage noch. Die Europäische Volkspartei hat europaweit heute deutlich verloren. Selbst die CSU, aus der Spitzenkandidat Manfred Weber kommt, ist gerade gleich geblieben in ihrem Ergebnis. Bestehen Sie trotzdem darauf, dass Manfred Weber Kommissionspräsident wird? Erstens sehen Sie daher, wie wichtig das Wahlergebnis in Österreich ist, weil wir sehr zwei Mandate mehr in die größte Fraktion des Europäischen Parlaments einbringen. Und trotzdem verlieren Sie 40? Ja, aber wir haben immer gesagt, es wird sich diesmal nicht ausgehen, dass die beiden größten Fraktionen auch eine absolute Mehrheit haben. Das Parlament hat sich jetzt schon, oder ich mich in meiner Arbeit, immer um die Zustimmung aller Pro-Europäischen bemüht. Von einem Grundsatz sollten wir nicht abgehen. Den Zugewinn an Demokratie und an Einfluss des Europäischen Parlaments dürfen wir nicht abgeben. Und daher rechne ich damit, dass die Fraktionen des Europäischen Parlaments den Mitgliedstaaten mitteilen, dass sie zu Verhandlungen bereit sind, aber dass auf jeden Fall ein nominierter Kandidat für die Kommission, der sich der Europaparlamentswahl gestellt hat, auch Kommissionspräsident wird. Weil das jetzt vielleicht nicht alle zu sehr wissen. Das heißt, es könnte aber dann nur Herr Weber oder Herr Timmermans Kommissionspräsident werden, nicht Frau Vestager, weil die gar nicht kandidiert hat. Aber sie war zum Beispiel Kandidatin im Pool der Liberalen. Aber eigentlich geht es auf Weber und Timmermans, aber das werden die Gespräche ergeben. Es haben auch andere Parteien Kandidaten genannt. Wir haben uns mit diesem Modell durchgesetzt und ich erwarte mir, dass die Kandidaten im Europäischen Parlament für den Kommissionspräsidenten die Nase vorne haben. Denn ansonsten wird es auch sehr schwer sein, im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Herr Karas, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Der große Wahlverlierer dieses Tages in Österreich ist die SPÖ. 23,5%, wenn es denn bei dieser Zahl aus der Trendprognose bleibt, wäre nicht nur ihr schlechtestes Ergebnis bei allen bisherigen EU-Wahlen, sondern sogar das schwächste Ergebnis, das die SPÖ überhaupt je auf Bundesebene erreicht hat. Und das trotz der Regierungskrise. Kein Ruhmesblatt nannte das mit einigem Understatement der burgenländische Landeshauptmann Doskozil heute Nachmittag. Um 20.15 Uhr hat sich dann das Präsidium der SPÖ in den Parlamentsräumlichkeiten getroffen. Stefan Hartl hat davor ein paar Stimmen eingefangen. Parteisitzung statt Wahlparty. Grund zu feiern hat die SPÖ heute Abend ohnehin nicht. Oder wie es der Tiroler Parteichef formuliert. Wir werden jetzt da oben Dacheles sprechen, weil es ist ein, wollen Sie es ehrlich wissen, ein Scheißergebnis für die Sozialdemokratie offenkundig in ganz Europa. Harte Worte, aber nichts gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Sie soll auf jeden Fall als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Nein, wir haben eine Parteivorsitzende seit 130 Jahren, die erste Frau. Sie macht das gut. Warum sollte sie zurücktreten?
Sie ist nach wie vor unbestritten. Und ist ja auch die Spitzenkandidatin. Sie wird auch die Spitzenkandidatin sein, davon gehe ich aus. Der Grund des Treffens am Abend ist allerdings die Frage, wie hält es die SPÖ morgen mit dem Misstrauen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz? Und dieser Kanzler, der verdient das Vertrauen nicht. Also eine klare Botschaft. Die Erfahrungen der Stadt Wien insgesamt mit der Bundesregierung waren in Summe, und das ist, glaube ich, nachvollziehbar auch in den Medien, ja durchaus sehr konfliktbeladene. Ich habe schon immer eine klare Haltung dazu gehabt. Es gab in den letzten 18 Monaten keinen Anlass, dem Bundeskanzler und seiner Politik zu vertrauen. Und deswegen werde ich auf meiner Forderung morgen ganz klar draufbleiben. Das Misstrauen muss ihm ausgesprochen werden. Er soll auf Augenhöhe mit uns wahlkämpfen, und dann werden wir sehen, wer am Ende des Tages gewinnt. Es scheint also relativ klar, welche Empfehlung das Parteipräsidium abgeben wird. Die Sitzung also nur ein Formalakt? Also ich muss Ihnen sagen, mit einer kurzen Sitzung könnte ich gut leben. Vielen Dank. Und direkt vor den Parlamentsräumlichkeiten, in denen die SPÖ tagt, steht unser Reporter Harald Jungreutmeier. Ist es eine kurze Sitzung und passiert da heute Abend irgendwas außer gemeinsame Wunden lecken? Also es schaut nicht nach einer kurzen Sitzung aus. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat auch im Vorfeld schon gesagt, das kann lang dauern. Ich denke mir, jetzt sitzt das Präsidium 2 Stunden drinnen, und ich denke mir, dass in dieser Zeit nicht nur Wunden geleckt werden, sondern dass man sich natürlich schon jetzt überlegt, wie man sich im Hinblick auf die Nationalratswahl neu aufstellen kann. Und natürlich geht es auch um die morgige Parlamentssitzung und die Frage, wie man beim Misstrauensvotum vorgeht. Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Da hat es ja in den letzten Stunden und letzten 2 Tagen durchaus so geklungen, als würde die SPÖ diesen Misstrauensantrag entweder unterstützen oder einen eigenen einbringen, jedenfalls nicht Kanzler Kurz stützen im Parlament. Hat sich dadurch das starke Ergebnis der ÖVP heute Abend irgendwas geändert? Wenn sich für die SPÖ etwas geändert hat, dann zeigt man es zumindest nicht. Man sagt, dass sich eben nichts geändert habe, und man wiederholt eigentlich das, was wir schon aus den vergangenen Tagen kennen, nämlich Äußerungen über Kurz, dass man ihm sehr misstraut, dass sein Verhalten in den letzten Tagen es sehr schwer macht, ihm das Vertrauen auszusprechen, oder eigentlich unmöglich macht, ihm das Vertrauen auszusprechen. Also das geht eindeutig in diese Richtung, dass man einen Misstrauensantrag unterstützt. Auf der anderen Seite natürlich ist das Wahlergebnis ist Kurz doch sehr gestärkt. Möglicherweise gibt es dann schon noch Überlegungen, ob man noch einen anderen Weg hätte. Eine ganz interessante Äußerung gab es von Klubobmann Jörg Leichtfried. Der hat beim Rausgehen gemeint, dass man sich morgen Kurz Rede anhören wird und danach entscheiden wird. Die Frage ist, ob das mehr ist als eine Selbstverständlichkeit oder ob da vielleicht man sich doch noch ein Hintertürchen offen lässt. Da werden wir vielleicht von Jörg Leichtfried gleich noch mehr erfahren. Er sitzt dann gleich bei Claudia Reiterer im Zentrum. Die wichtigere Entscheidung mittelfristig für die SPÖ ist aber wohl, wie geht es jetzt nach diesem Debakel in die Nationalratswahl? Randy Wagner wurde ja vor wenigen Tagen schon einstimmig als Spitzenkandidatin nominiert, aber kann das nach diesem Ergebnis so bleiben, und kann man mit dem gleichen Wahlkampfmanager, mit Thomas Trotzter, nach diesem Debakel in die Wahl gehen? Also wenn man den Stimmen traut, die wir hier gehört haben beim Reingehen, dann haben sich alle, wir haben sie im Beitrag schon teilweise gehört, hinter Randy Wagner gestellt. Sie sei unbestritten, man werde mit ihr als Spitzenkandidatin in die Wahl gehen. Also wenn es andere Überlegungen gibt, dann verheimlicht man die. Da hat man eher den Eindruck, dass man sich geschlossen hinter die Parteichefin stellt, und selbst der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer, wir haben ihn gehört, also der vom Scheißergebnis gesprochen hat und der eigentlich kein gutes Haar an der Performance der SPÖ lässt und im Grunde genommen Dinge sagt, die eigentlich einen kompletten Neustart erwarten würden, sagt aber, dass die Parteichefin Randy Wagner also nicht in Frage gestellt sei, dass es nicht darum gehe, jetzt Personen auszutauschen. Das ist zumindest das, was man bis jetzt hier gehört hat. Herr Jungreutmeier, danke vorerst. Die Sitzung geht ja noch weiter. Falls da noch gravierende Dinge passieren, melden Sie sich natürlich noch im Laufe dieser Sendung. Und damit verlassen wir vorerst Österreich und schauen uns an, wie diese Wahl, eine Europawahl immerhin, denn europaweit ausgegangen ist, soweit wir es denn schon wissen. In manchen Ländern haben die Wahllokale ja erst im Lauf des Abends geschlossen. In Italien sind sie überhaupt noch offen. Nach den bisherigen Prognosen dürften die beiden größten Fraktionen im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten, recht stark verlieren. Die von Macron unterstützten Liberalen und die neue extrem rechte Gruppe rund um Le Pen und Salvini dürfte deutlich stärker werden. Aber Martin Thür, weiß Details. Ja, wir haben bereits erste Länderergebnisse, und wir beginnen mit Deutschland. Dort haben nämlich, wir sehen es jetzt, die Regierungsparteien CDU und SPD
ganz stark verloren. Die CDU-CSU kommt auf 28,3% und damit minus 7 Prozentpunkte. Die SPD verliert gar minus 11,7 Prozentpunkte, erreicht nur 15,6%. Die Grünen dafür der ganz große Gewinner in Deutschland, 20,3%. Zweitstärkste Partei, ein Plus von 9,6%. Dahinter die Linke mit 5,4, die AfD mit 10,8 und die FDP mit 5,4%. Und seit 20 Uhr haben die Wahllokale in Frankreich geschlossen. Auch das Ergebnis wollen wir uns jetzt noch anschauen. Da wird der Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, mit 23,7% laut ersten Schätzungen stärkste Partei. Gleich dahinter die Partei von Staatspräsident Emmanuel Macron und die anderen Parteien, also Marine Le Pen, dort die stärkste Partei. Ein anderes Ergebnis haben wir noch aus Ungarn. Dort hat die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban, die Fidesz, deutlich dazugewonnen, von 51 auf rund 56%. Das ist deshalb entscheidend, weil Orbans Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei auf Eis liegt. Er geht also gestärkt in die Verhandlungen mit der EVP. Ob er auch noch Teil ihrer Fraktion ist oder ob er in die rechte Fraktion wechselt, der auch die FPÖ angehören wird. In ganz Europa ist die Wahlbeteiligung heute gestiegen. Das ist die gute Nachricht des Abends. In Österreich massiv auf den höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren. Wir rechnen mit deutlich mehr als 50% eben in Österreich. Aber auch in vielen anderen europäischen Ländern sind dieses Mal mehr Menschen zur Wahl gegangen. Europaweit rechnet das Europaparlament mit 51% Wahlbeteiligung. Das ist wie in Österreich die höchste Wahlbeteiligung seit 20 Jahren. 8 bis 9% mehr als bei der letzten Wahl sollen das in etwa sein. Aufgeschlüsselt nach Ländern sieht das dann so aus. Ganz hinten, der kleinste Balken, das ist die Slowakei. Dort dürften heute 20% der Wahlberechtigten hingegangen sein. Das ist ein Plus, man glaubt es kaum. Beim letzten Mal waren es nur 13%. Amen. Danke, Martin Vorerst. Und mittlerweile gibt es natürlich auch schon eine Vielzahl von Reaktionen aus ganz Europa. Andrea Reimoser und Patrick Kruske haben die wichtigsten zusammengefasst. Am Brandenburger Tor in Berlin versammeln sich heute rund 200 Menschen zu einer spontanen Ode an die Freude. In Deutschland hat die Wahl aber nicht nur Bedeutung für die Europapolitik, sondern gilt auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. Die beiden Parteien der Großen Koalition fahren laut Prognose ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei Europawahlen ein. Die CDU-CSU bleibt aber trotz Verlusten vorne. Ihr Spitzenkandidat Manfred Weber, der zugleich der europaweite Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei ist, freut sich vor allem über die Zunahme der Wahlbeteiligung in ganz Europa. Die schönste Nachricht des heutigen Tages ist, die europäische Demokratie lebt. Wir haben heute einen deutlichen Zusprung bei der Wahlbeteiligung bekommen. Die Grünen in Deutschland profitieren von den massiven Stimmenverlusten der Sozialdemokraten. Sie erreichen ein Rekordergebnis von 21% und werden zweitstärkste Kraft. Diese Wahl war eine Klimaschutzwahl. Diese Wahl war eine Wahl für Demokratie, für Menschenrechte, für ein weltoffenes Europa. Die AfD gewinnt laut ersten Prognosen dazu, bleibt aber unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl. Wir haben also einen Wahlkampf geführt, der schwierig war. Wir mussten auch einiges erklären. Wir mussten erklären, warum wir uns in ein Parlament wählen lassen, das wir abschaffen wollen. Der Hoffnungsträger der geschwächten Sozialdemokraten in der EU ist Spanien. Die regierenden Sozialisten von Pedro Sanchez siegen klar. Damit dürfte Spanien das einzige große EU-Mitgliedsland sein, in dem eine sozialdemokratische Partei stärkste Kraft wird. Die ultrarechte Partei Vox zieht erstmals ins EU-Parlament ein. Wesentlich erfolgreicher ist die politische Rechte in Frankreich. Beim Rassemblement National ist die Freude groß. Wieder ist man stärkste Partei bei der EU-Wahl. Besonders groß wohl die Genugtuung En Marche, die Partei von Frankreichs Präsident Macron und dessen EU-freundlichen Kurs geschlagen zu haben. Der Präsident der Republik muss nun die Konsequenzen ziehen. Er soll das Volk über seine Politik und über seine Person abstimmen lassen. In Ungarn hat Regierungschef Viktor Orban einen haushohen Sieg eingefahren und die absolute ausgebaut. Doch alle Augen sind heute vor allem auf Italien gerichtet, auf ihn, Matteo Salvini, die Galionsfigur der Rechtspopulisten bei dieser EU-Wahl. Er will EU-Gegner und EU-Skeptiker im neuen Parlament einen und so die Rechten zum Player machen. Nach seiner Stimmabgabe gibt er noch einmal das Ziel bei dieser Wahl aus.
Bis vor 5 Jahren hat man das Resultat schon gekannt, bevor gewählt wurde. Diesmal können die Italiener erstmals die Gleichgewichte in Europa ändern. Der Lega werden starke Zugewinne vorhergesagt. Die Wahllokale schließen allerdings erst um 23 Uhr in Italien. Wer in Zukunft wie viel in Europa mitreden kann, das werden der EU-Gipfel am Dienstag und die Fraktionsgespräche im EU-Parlament zeigen. Und wir wollen das jetzt mit unseren Korrespondenten in Paris, Berlin, Budapest und Brüssel besprechen. Und ich beginne mit Christoph Kohl in Paris. Die extrem rechte Partei von Marine Le Pen ist jetzt also, wenn die Prognosen halten, die stärkste Partei in Frankreich vor Macron. Wie sicher ist das schon und wie groß ist diese Erschütterung für das politische System in Frankreich? Ja, der Abstand ist zwar im Laufe des Abends je nach Prognose etwas geringer geworden, liegt derzeit bei ca. 1,3%. Aber an der Reihung daran dürfte sich nichts mehr ändern. Da sind sich alle Hochrechner hier im Land sicher. Es ist hier natürlich ein mittleres politisches Erdbeben. Mittleres deshalb, da man sich es erwartet hatte. Die Hochrechnungen haben in den vergangenen Wochen darauf hingedeutet, dass Marine Le Pen mit ihrem Rassemblement National an der Spitze liegen wird. Mittleres auch deshalb, weil Marine Le Pen schon 2014 vorne lag, da noch eindeutiger mit ca. 25% der Stimmen. Aber es ist natürlich für Präsident Emmanuel Macron eine große Niederlage, dieses Wahlergebnis. Denn er hat sich für einen amtierenden Präsidenten sehr stark in die Kampagne eingebracht. Und er hat diese Wahl auch zu einem Match eher gegen Marine Le Pen inszeniert. Die Progressisten gegen die Nationalisten. Und Marine Le Pen hat diese Wahl verkauft als Revanche für die Präsidentschaftswahl und vor allem als Referendum für oder gegen den Präsidenten Emmanuel Macron. Und da ist es ihr gelungen, hier nun an der Spitze zu liegen, in Emmanuel Macron und dessen Partei zu schlagen. Es wird auch relativ schnell innenpolitische Auswirkungen haben, nehme ich an. Marine Le Pen fordert zwar die Auflösung der Nationalversammlung, dazu wird es natürlich nicht kommen, aber Präsident Macron wird in den kommenden Tagen oder Wochen sicher seine Regierung umbauen müssen. Er wird wohl an seinem Premierminister festhalten, aber es wird wohl größere Änderungen in seiner Regierung geben. Danke, Christoph Kohl. Eine Blamage also für die Regierung von Macron in Frankreich und eine wirkliche Blamage gab es auch in Deutschland für die regierende Große Koalition, für Union und SPD, die historisch schlechtesten Wahlergebnisse bisher, gleichzeitig ein Triumph für die Grünen. Wie ist denn das zu erklären, Birgit Schwarz? Dafür gibt es 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass das Thema Klimaschutz in der Schlussphase des deutschen Wahlkampfs eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Das hat auch mit der Fridays for Future-Bewegung zu tun, die sehr, sehr sichtbar in Deutschland war und ist und am Freitag vor der Wahl noch zig Zehntausende Menschen in großen deutschen Städten auf die Straße gebracht haben. Der zweite Grund ist, dass die Jungen mit bisher nicht so üblichen Methoden den Wahlkampf in Deutschland gekapert haben. Es hat in der Woche vor der Wahl ein Video auf YouTube gegeben, eines jungen Mannes, ein YouTuber, der eigentlich bisher nur Musikvideos gemacht hat. Und der hat in seinem Video vor allem die CDU aufs Korn genommen. Und er hat, das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, mehr als 7 Millionen Klicks gehabt. Die CDU war unfähig darauf zu reagieren, auf dieses Video. Und auch das hat den Grünen in die Hände gespielt. Die Grünen sind bei den jungen Menschen in Deutschland, bei den unter 30-Jährigen mit Abstand die stärkste Partei geworden. Und sie haben bei den Kommunalwahlen, die gleichzeitig auch in einigen Ländern hier stattgefunden haben, zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Städten wie Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, den ersten Platz gewonnen. Das heißt, dort sind die Grünen jetzt die stärkste Kraft. Und das zeigt einfach, die Dynamik ist gerade bei den Grünen und die großen, einstmals großen Volksparteien CDU und SPD sind die Verlierer dieser Wahl. Kurz noch, die sehr rechte AfD hat zwar dazu gewonnen, in Ostdeutschland zum Teil sehr stark, ist aber trotzdem mit 10-11% deutlich schwächer als ihre Schwesterparteien in Frankreich oder auch in Österreich. Warum das? Also da spielt der Strache-Effekt und so hat Alexander Gauland, ein prominenter AfD-Politiker, der Fraktionschef, das selbst so genannt, spielt eine Rolle. Alexander Gauland hat gesagt, dieser Effekt, die Ibiza-Affäre, habe sogar der deutschen AfD mehr geschadet als den österreichischen Freiheitlichen. Und dann kommen noch 2 Punkte dazu. Die Deutschen mögen Stabilität und schauen mit Horror auf das Chaos, das der Brexit auslöst. Die AfD ist die Partei, die sich auch einen Dexit, also einen deutschen Austritt aus der Europäischen Union vorstellt.
vorstellen kann. Das gefällt ganz überwiegend den Deutschen nicht. Und der dritte Punkt ist die Themen, die normalerweise die AfD stark machen. Flüchtlingskrise, Migration, Kriminalität, die haben überhaupt keine Rolle gespielt in der Schlussphase dieses Wahlkampfs, sondern eben Themen wie der Klimaschutz. Danke, Birgit Schwarz. In Ungarn ist die Fidesz von Viktor Orbán wenig überraschend stärkste Partei geworden. Aber nicht nur das, sie hat auch dazu gewonnen und sie hat in Europa möglicherweise das beste Ergebnis aller Parteien, vielleicht bis auf eine maltesische Regierungspartei. Und die Fidesz liegt bei über 50%. Die nächsten beiden Parteien auf Platz 2 und 3, Ernst Gellix, liegen nur bei 10%. Ist Ungarn mittlerweile eine Art Alleinherrschaft von Viktor Orbán geworden? Ja, und das schon seit 9 Jahren und das recht stabil. Und Orbán gewinnt die Wahl zum dritten Mal, also zum dritten Mal hintereinander mit nur einem einzigen Thema, und das ist Migration und wie man sie stoppen kann. Zu dem Wahlausgang noch: mittlerweile heißt es hier in Ungarn nach angeblich verlässlichen Prognosen, es hat eine regierungsnahe Zeitung erstellt und die werden Sie ja wissen, die sind ganz nah bei Orbán dran, kommt Orbán nicht auf 56%, sondern auf 52,5%. Also er wird wahrscheinlich ein Mandat dazu gewinnen von 12 auf 13. Ungarn hat insgesamt 21 Mandate. Spannend wird sein, was Orbán dann macht. Wird er in der Europäischen Volkspartei bleiben oder will er austreten? Er hat gesagt, er wird nur bleiben, wenn die Europäische Volkspartei keine Koalition mit linken oder linksliberalen Kräften in Europa eingeht. Jetzt beobachten Sie für uns ja nicht nur Ungarn, sondern auch die anderen Visegrad-Länder. Was sind denn dort die wichtigsten Ergebnisse von heute, soweit man es schon weiß? Also was man sagen kann, ist, dass die anderen drei Länder, Tschechien, Slowakei und Polen, überall eine sehr hohe Wahlbeteiligung haben. Die höchste in Polen, dort ist sie verdoppelt worden, nämlich auf 40%. Und eine große Überraschung wird aus der Slowakei gemeldet. Die bürgerlich-liberale neue Präsidentin der Slowakei, Susanna Čaputová, ihre Partei, nennt sich Partei der progressiven Slowakei, dürfte die Wahl ganz überraschend gewonnen haben. Sie kommt auf rund 20% der Stimmen. Und bemerkenswert ist, dass die Regierungsparteien, vor allem die regierenden Sozialdemokraten, völlig abgestürzt sind, nämlich von 24 auf 16%. Und die beiden Koalitionspartner der Sozialdemokraten, die Ungarnpartei Most Híd und die Nationalpartei, die haben überhaupt nichts zu Wege gebracht bei dieser Wahl und dürften überhaupt leer ausgehen an Mandaten. Danke, Ernst Gellix. Peter Fritz, in Brüssel ist denn dieser Wahlsonntag heute so ausgegangen, in etwa, wie man das in Brüssel in der EU-Zentrale erwartet hat? In etwa könnte man es so sagen. Es hat sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet, dass diese Zeit der großen Koalition, die es ja so ähnlich gegeben hat wie in Österreich über Jahrzehnte lang, könnte man fast sagen, zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten, dass diese Zeit zu Ende geht. Und jetzt gibt es eben ein neues Bild. Jetzt sind die Liberalen stärker, vor allem durch Frankreich. Jetzt sind die Grünen stärker, vor allem durch Deutschland. Und jetzt gibt es natürlich auch rechts von der Europäischen Volkspartei mehr Bewegung, aber dort rechts von der ÖVP splittert sich das nach wie vor auf in drei verschiedene Bewegungen, die wahrscheinlich so schnell nicht zueinander finden werden. Das Match wird sich wahrscheinlich entscheiden zwischen Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen, die wahrscheinlich gemeinsame Lösungen suchen werden. Vielleicht, dass sie die Grünen dann auch dazu nehmen, um der Stabilität willen. Und eines, das ist hier auch sehr aufmerksam registriert worden, das ist die gestiegene Wahlbeteiligung. Da ist hier durch dieses Haus so ein Seufzer der Erleichterung gegangen, wo man gesagt hat, naja, Europa nimmt uns ja doch vielleicht etwas ernster als früher. Jetzt haben Sie es zum Teil schon angesprochen, aber jetzt beginnt natürlich das große Ringen um die Positionen in der EU künftig. Am Dienstag gibt es einen EU-Gipfel. Wie gesetzt ist denn Manfred Weber jetzt schon als Kommissionspräsident? Ja, allein die Tatsache, dass es diesen Gipfel gibt, die zeigt, dass er es nicht so einfach haben wird. Denn eigentlich bräuchte man ja nur eine Automatik und man sagt, der Chef der stimmenstärksten Partei wird das mehr oder weniger automatisch, wie es ja in vielen Demokratien in Europa so üblich ist. Aber so einfach funktioniert die EU nicht. Da wollen alle mitmischen, vor allem die Staats- und Regierungschefs und vor allem aus Frankreich. Von Emmanuel Macron ist bekannt, dass er Vorbehalte hat, speziell auch gegen Manfred Weber, weil er ihn für zu leichtgewichtig hält. Die Frage
Frage ist, wird sich jemand anderer finden? Wird man auch im Zug dieser Koalitionsverhandlungen vielleicht neue Lösungen finden können? Wird vielleicht sogar es möglich sein, jemanden aus dem liberalen Lager von den Sozialdemokraten in diese Position zu hieven? Aber das ist Teil eines ganz großen Tauschbasars. Da geht es um 5 leitende Positionen in der EU. Der EU-Kommissionspräsident ist davon eine, natürlich allerdings die wichtigste. Danke, Peter Fritze, Ernst Gellix, Birgit Schwarz und Christoph Kohl. Und wir hätten natürlich auch gerne nach Rom geschaltet, weil ja ganz Europa mit Spannung auf das Ergebnis aus Italien wartet. Aber dort werden die ersten Prognosen überhaupt erst für Mitternacht erwartet. Deshalb kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück nach Österreich. Und bevor die Spitzenvertreter der Parteien über das Ergebnis diskutieren, wollen wir es noch ganz kurz mit Peter Filzmaier interpretieren. Was ist denn für Sie in Österreich das überraschendste Ergebnis dieser Wahl? Wir haben die etwas paradoxe Situation, dass 2 Wahlverlierer, wenn man es rein nach dem Minus in Prozentpunkten rechnet, nämlich die Grünen und die FPÖ, fast genauso laut jubeln wie die ÖVP. Bemerkenswert natürlich, aufgrund der Vorgeschichte des Strache-Videos und auch den Grünen, hätte man nicht eine Fast-Wiederholung des Resultats von 2014 zugetraut. Wir reden natürlich im Laufe des Abends noch ausführlicher. Wir müssen auch noch mal darauf hinweisen, dass es noch immer kein offizielles Wahlergebnis für Österreich gibt. Das wird erst in einer knappen halben Stunde um 23 Uhr veröffentlicht, wenn auch die letzten Wahllokale in Europa geschlossen haben. Was wir bisher besprochen haben, beruht also auf einer Trendprognose, die unsere Wahlforscher allerdings für sehr zuverlässig und belastbar halten. Wir melden uns natürlich um 23 Uhr mit dem offiziellen Ergebnis hier aus dem Newsroom wieder und dann auch mit einer europaweiten Hochrechnung. Bis dahin wollen wir uns aber anhören, wie die Chefs und Chefinnen der heimischen Parteien diesen Wahltag analysieren und welche Konsequenzen sie daraus ziehen bei Claudia Reiterer. Im Zentrum. So ist es. Auch bei uns dominiert die Frage, was passiert im Lichte des Wahlergebnisses von heute Morgen im Parlament. Wird am Abend Bundeskanzler Sebastian Kurz noch im Amt sein oder wird dem Misstrauensantrag zugestimmt und er ist nicht mehr im Amt? Bei uns zu Gast Kanzleramtsminister Gernot Blümel von der ÖVP, Clubobmann Leichtfried, Jörg Leichtfried von der SPÖ, der designierte Parteivorsitzende der FPÖ Norbert Hofer, die Vorsitzende von den NEOS Beate Meindl-Reisinger, dann Peter Pilz, der Chef, der stellvertretende Chef von der Liste Pilz und von den Grünen, der Chef Werner Kogler. Ich freue mich auf Sie.